Die Flotte des Rostocker Schiffbau- und Schifffahrtmuseums hat beim Traditionsschiff festgemacht. Drei maritime Denkmäler sind hier vor Anker gegangen. Capella ist das letzte noch schwimmfähige Betonschiff dieser Größenordnung in Deutschland. Nach einer Sanierung in den Jahren 1992 bis 1994 ist eine Ausstellung in den ehemaligen Laderaum eingezogen. Man hat damals überlegt, alternative Materialien zu finden für den Schiffbau. Und da Metall natürlich für die Waffen notwendig war, hat man versucht, mit Beton zu experimentieren. Das ist sehr gut gelungen. Das Betonschiff ist also einzigartig, kein Wassereinbruch und nichts. Also insofern schon eine interessante Geschichte des Schiffbaus. Als der Kran nach dem Zweiten Weltkrieg in unsere Region kam, war er im Einsatz auf der Neptunwerft zum Beispiel und man hat ihn auch im Überseehafen genutzt. Im Inneren des Schwimmpontons befinden sich alte Dampfmaschinen, denn dieser Kran wurde also noch mit Dampfmaschinen angetrieben und gleichzeitig auch die Hebewerkzeuge, also der Kranhaken, das wurde alles mit Dampfmaschinen realisiert. Nach einer Grundsanierung und Reparaturen am Ponton steht Heinrich seit 2012 wieder am Igapier und ist für die nächsten 100 Jahre gewappnet. Zu guter Letzt haben wir noch ein Hebeschiff im Bestand. Dieses Schiff ist eigentlich gebaut aus einem Schwimmbagger. Man hat die ganzen Baggerschaufeln weggenommen, hat dann einen Bock draufgebaut, also einen Kranbock, um Wracks zu heben. Einsätze dieser Art erfolgten im gesamten Küstengebiet zwischen Wismar und Wolgast. In den Jahrzehnten nach 1960 wurde es vorwiegend für den Wasserbau eingesetzt. 1991 erfolgte schließlich die Übernahme durch das Rostocker Schiffbaumuseum, wo es bis heute zu erleben ist.